Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 3, die Famis. So, meine Lieben, unser Marc ist schon wieder in Schwierigkeiten geraten. Und zwar, weil er eine Sprengfalle platziert hat. Ich habe nur keinen blassen Schimmer, wann und wo er denn bitte schön eine Sprengfalle platziert hatte. Keine Ahnung, habe ich nicht mitgekriegt. Oh, und unsere Spülmaschine ist kaputt gegangen. Habe ich auch nicht mitgekriegt. So, Maggie ist am Aufsitzen. Ich denke mal, das hat einen guten Grund, dass sie am Aufsitzen ist. Du brauchst ein Pferd. Ist sie nicht am Aufsitzen? Nö. Ausreiten. Ach nee. Nee, 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 ich will nicht. Jetzt ist sie am... Nee, 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 nee. So, hier an Reitsportveranstaltung teilnehmen. Anfängerturnier, nicht ausreiten. Wir nehmen an diesem Turnier statt. Björn Becker möchte wissen, ob Jill Peters an einer Verabredung interessiert ist. Nein, danke, Björn Becker. So, ja, es regnet schon wieder. Das ist ziemlich nervig. Ich mag es nicht, wenn es regnet irgendwie. Ich weiß nicht. Also hier im Spiel mag ich es nicht, wenn es regnet. Cookie Peters hat das Merkmal Abenteuerlustig erhalten. Hey! Hey, Cookie, wieso? Hey, Cookie, was machst du denn da? Oh, nee, da müssen wir so direkt... Direkt hier verstärkende Maßnahmen ausschimpfen für Ferkel sein Piesel. Pieseln. So. Ja, Sarah habe ich mal angeln geschickt. Denn die braucht ja einen Fisch. Den hat sie schon gefangen. Dementsprechend kann sie den Fisch jetzt auch eben liefern gehen. Und dann hat sie wenigstens diese Aufgabe mal geschafft. Weil eigentlich bräuchte sie auch noch hier ganz viele verschiedene Schmetterlinge. Aber ich glaube, das werden wir nie schaffen. So, Cookie wird hoffentlich ausgeschimpft. Na, nicht so dolle. Nicht so dolle, ne? So, und ich hoffe, die sind jetzt hier... Hä? Wieso macht ihr das denn nicht? Ihr seid doch schon fast da. An Reitsportveranstaltungen teilnehmen, Anfänger. So, jetzt aber. Ja, ich weiß, du bist durchnässt und alles, aber du musst trotzdem teilnehmen. Wir müssen noch 3 Rennen gewinnen im Anfängerbereich. Wer von uns fährt denn da im Auto? Ach so, die Sarah. Na klar, die bringt ja den Fisch dahin. Wo ist mein Haus? Gott, heute bin ich aber verwirrt, ne? Meine Güte, heute bin ich aber wirklich sehr verwirrt. Moonlight, geritten von Maggie Foster, wird bald an folgendem Wettkampf teilnehmen. Yay! Ach, Jill, du hättest sie ruhig mal wegwischen können. Naja, dann nicht. Dann eben nicht. Dann wischt es halt nicht weg. So, was macht denn unsere süße Amy? Wehe, du gehst jetzt auch dahin pinkeln. Ich wollte da rumlecken, alles klar. Hier kannst du mal hierhin pieseln. Das von dir beschaffene Exemplar war perfekt. Es hatten genau die richtigen Schuppen und Fischaugen für das Experiment. Deine Noten sind auf dem Höhenflug. Echt? Sind die auf dem Höhenflug? Naja. Okay, dann komm mal erstmal wieder nach Hause. Und wenn du dann zu Hause bist, dann kannst du erstmal Hausaufgaben machen, glaube ich. Und dann ins Bett gehen, würde ich mal sagen. Marc ist schon längst im Bett. Hast du überhaupt Hausaufgaben gemacht? Nö, auch nicht. Hausaufgaben machen hier. Oh, aber seine Leistung ist sehr gut. Er hat die Note sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Und sie hat die Note gut. Das ist eigentlich auch sehr gut. Also gut. Das ist gut, meine ich. Das ist jetzt nicht unbedingt perfekt, aber es ist gut. So, wir sind wieder auf Platz 1. Das finde ich ganz klasse. Das kann ruhig so bleiben, hoffentlich. Und meine Wuffis, wir müssen uns erstmal um unsere Wuffis kümmern. So, du brauchst nichts zu essen, du auch nicht. Aber du musst Harndrang machen. Wo ist sie denn? Wo macht sie denn gerade Harndrang? Ach so, da. Alles klar. Gut, damit können wir leben. Gut, dann darf unsere alte Amy jetzt hier in diesem wunderbaren Bettchen schlafen. Gabriel braucht was zu essen. Dementsprechend nehmen wir den mal hoch, geben ihm was zu essen. So, welchen Platz haben wir jetzt gemacht? Erster. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Woo. So, dann müssen wir nur noch 2-mal bei einem Anfängerturnier gewinnen. Dann haben wir das nämlich geschafft. Sehr schön. So, also Gabriel wird erstmal hochgenommen und dann wieder auf den Boden gefüttert. Und dann kommt er auch ins Bett.
Und Sarah, du musst Hausaufgaben noch machen. So. Ihr könnt jetzt nach Hause kommen. Abgeworfen werden. Na, okay. Dann muss Moonlight von alleine nach Hause kommen. Moonlight hat keinen Bock mehr. So. Und nachdem Gabriel gefuttert hat, kann er auch ins Bettchen. Dann kann er nämlich auch schlafen. So, Jill, du kannst ihn mal eben ins Kinderbettchen legen. Ja, ihr hattet mir auch gesagt, ich soll immer bitte das Zimmer von Gabriel fertig machen. Das mache ich noch, keine Sorge. Ich werde das schon noch machen. Sobald ich Zeit habe, dran denke und wie auch immer. So, du kannst dann auch mal hier schlafen gehen. Sarah macht Hausaufgaben. Sehr schön. Das macht sie sogar an ihrem düsteren Schreibtisch. Die Ameisenfarm passt voll nicht in ihr Zimmer mit diesem Blau, oder? Jetzt mal ehrlich. Ich glaube, das muss ich mal umändern. Das geht ja gar nicht. Vielleicht können wir das ja irgendwie farblich umändern. Können wir bestimmt. Zumindest gehe ich mal davon aus. So, Gabriel kommt ins Bettchen. Gute Nacht. Und dann kann Jill noch mal was kochen. Ach hey, und den Handwerker mal eben anrufen. Und dann Abendessen servieren. Machen wir mal Hamburger, komm. Das geht schon. Oh Gott, wieso steht hier Macaroni mit Käse auf dem Boden rum? Kann Sam das dann essen? Sam futtert Macaroni mit Käse. Hallo Sam, trau dich. Der futtert Nudeln. Das ist ja nicht zu fassen. Naja, ich habe sie mir auch gesagt, ne? Wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, dann würde er das nicht tun wahrscheinlich. Oh Gott, da kommt jemand, da kommt jemand. Ach Gott, ist das putzig. Ich finde das süß. So, den Handwerker haben wir hoffentlich angerufen. Haben wir den angerufen? Ah ja, sehr gut. Das Wasser wird auch schon von den Füßen von Jill aufgesaugt. Oh Gott, und Amy ist auch so süß, wie sie da am Schlafen ist. Zuerst mal ein paar Hamburger machen. Maggie liegt schon wieder im Bett. Die ist echt nur im Bett. Oh Mann. So, und Moonlight, du kannst doch auch hier mal schlafen gehen. Hier eintreten und dann gehst du da schlafen. Dann hast du wenigstens etwas Schlaf. Mensch, du musst dich doch auch ausruhen für morgen. Der nächste Tag wird anstrengend. Du musst wieder ein Rennen machen und so weiter und so fort. Dementsprechend ab ins Bett mit dir. So, Jill ist fast fertig. Dann kann sie das essen. Die Reste kommen in den Kühlschrank. Was ist denn noch alles kaputt? Wahrscheinlich ist schon wieder der Computer. Ja, genau. Der ist auch kaputt, so wie immer. Oh je, hier muss auch mal geputzt werden. Wo ist meine Cyberputze, wenn man sie mal braucht? Mensch, nie ist die da. Die ist immer im falschen Moment da. Wow, wie sie das kann, ey. Aber wieso tut sie das jetzt noch im Backofen? Hätte es nicht gereicht, das zu braten und dann auf einen Hamburger zu legen? Naja, wie dem auch sei, sie kommen auf jeden Fall fertig aus dem Backofen raus. Das ist doch schon mal gut. So, dann nimm dir mal ein Tellerchen voll. Du hast nämlich Hunger. Und die sind lecker. Lecker, lecker. So, dann können wir das essen und danach geht auch unsere Jill ins Bettchen. Und dann sind alle wieder im Bett. So, Gabriel geht's auch ganz gut, das ist schön. Nochmal eben nach meinen Wauwaus gucken. Ja, Amy ist hier am Pennen und Sam rennt hier rum. Der könnte mal wieder ein bisschen kauen, bevor er hier irgendwas kaputt machen will. Da ist das Pferd, es will rein, habt ihr gesehen? Da, das Pferd. Oh mein Gott, das Pferd, es will einbrechen, oh nein. So. Und dann kann Sam auch hier schlafen gehen, nachdem er ein bisschen gequietscht hat. So, Jill ist auch fertig. Sehr schön. Dann kann sie nämlich hier erstmal die Pfütze wegwischen. Das ist nämlich voll eklig. Der Hund pinkelt da hin und sie geht dann hier ins Bett oder was? Was ist es? Sie hat Fleisch gegessen. Ach, stimmt ja. Sie ist ja Vegetarierin. Ach Gott, das habe ich ganz vergessen. Oh nein, das habe ich ganz vergessen, dass Jill Vegetarierin ist. Jetzt ist sie schlecht, weil sie Fleisch gegessen hat.
Ach Mensch, Jill, warum hast du denn nichts gesagt? Ich kann mir doch nicht alles merken. Ich hab's vergessen. Egal, dann muss sie jetzt putzen, dann muss sie reiern und dann geht sie schlafen. Oder vielleicht geht sie auch so weg, ohne dass sie reiern muss. Jetzt noch eben putzen und dann kann sie auch schlafen gehen. Und dann haben wir das geschafft. Der nächste Tag bricht an und alle sind glücklich. Ach guck mal, Marc ist ja wach. Stimmt ja, der muss ja hier noch Hausaufgaben machen, Mensch. Hier, was denn? Bist du jetzt gestresst, weil er Hausaufgaben machen muss? Vorhin hast du die ganze Zeit gezockt und jetzt willst du keine Hausaufgaben machen. Ja, so haben wir es gerne. So, was ist das? Treu. Ach so, treue Sims. Ja, das ist doch schön. Apropos, wir müssen mal wieder unsere Männer einladen. Ich glaube, das machen wir. Das machen wir heute. Heute ist Samstag, da machen wir das. Wir schlafen erstmal richtig schön aus. Und dann werden wir unsere Männer einladen. Und fürs Ausschlafen spule ich jetzt auch voll, weil weil Marc sollte auch noch mal schlafen. Damit... Was ist jetzt los? Nee, hier ist niemand. Alles... Jill ist wach. Wahrscheinlich, weil sie brechen muss. Genau. Dann geh mal. Es tut mir leid, Jill. Ich werde dich nie wieder mit Essen, mit Fleisch vollstopfen. Versprochen. Es tut mir so leid. Oh Gott. Oh Gott, die Arme. Ach Gott, beim nächsten Mal kriegst du lieber ein leckeres vegetarisches Gericht. Versprochen. So, dann mal wieder ab ins Bett mit dir. Und dann können wir ausschlafen. Und dann werden wir mal wieder uns mit unseren Männern verabreden. Vielleicht können wir ja auch ein Doppeldate machen oder sowas. Wäre doch ganz cool. Wer ist denn jetzt schon wieder wach? Marc, weil er Hunger hat. Und weil er duschen muss. Ja gut, okay, dann geh halt duschen. Du kannst dir einen Hamburger nehmen. Jill mag die ja nicht. Hamburger essen. So. Haben wir das auch? Unsere Sachen sind auch alle wieder repariert. Das ist super. Hat soeben eine perfekte Pflanze der Gattung Knoblauchpflanze gezüchtet. Oh, wie cool. Wartet mal, wie viele haben wir denn dann jetzt? 6! Oh, wir haben 6 von 8. Wie geil ist das denn? Das ist mega cool und wir müssen auf jeden Fall wieder losfahren mit unserem Traktor. Maispflanze, Maispflanze, Pfefferminzpflanze, das muss ich nochmal ordnen hier. Oh, unser Geldbaum, schaut mal, perfekt, ja super. Kürbisranke. Ach Mensch, das freut mich immer, wenn das so mit unserem Garten funktioniert. Ach, das ist so schön. Dann werden wir auf jeden Fall, wenn wir dann wach sind, uns um unseren Garten kümmern. So, Maggie, wenn du wach bist, dann weck mal eben den Kleinen auf, dass du ihn direkt zum Klo schicken kannst. Weil, ach, guck mal, Jill ist schon wieder wach. Was ist denn los mit ihr? Wieso geht's ihr denn nicht mal richtig schlafen? Was stört dich denn hier? Hier ist doch nichts, keine Musik, nichts. Kannst du doch eigentlich in Ruhe schlafen. So, jetzt haben wir den Kleinen geweckt, damit der nicht in die Hose macht. So, wir setzen den mal hier ab, wischen mal die Pfütze weg. Und Gabriel kann dann selbstständig hier aufs Töpfchen gehen. Und dann können wir ihn noch baden. Und dann, und dann, und dann. Und dann müssen wir was zu essen machen und diesmal machen wir was Leckeres für Jill, damit sie nicht wieder brechen muss. Oder hier, Marc, weißt du was? Versuch du dich doch mal am Frühstück, wenn du gerade nichts zu tun hast. Gabriel Foster hat soeben ein Töpfchen benutzt. Yeah! Sehr schön. So, dann warte ich jetzt hier noch. Nee, wir warten noch, bis Gabriel fertig ist, damit wir ihn baden können. So, was ist hier? Madame geht baden. Alles klar. Cookie hat heute Geburtstag. Ein neues Spielzeug. Oh, Cookie wird schon zum Senior. Und ihre Eltern leben immer noch. Die sind bestimmt schon 100 Jahre alt, ey. Das ist so gut. Das ist so gut, ey. 52 Tage sind die schon alt. Beide. Und leben immer noch. Ich bin so stolz drauf.
Jetzt ist sie ja doch hier unten am Essen. Du solltest doch Gabriel baden. Und wieso geht sie eigentlich hier baden, obwohl ihr kleiner Bruder da sitzt? Das muss man, also ist ja gar nicht ihr kleiner Bruder, sorry, aber das muss man ja mal verstehen. Naja, okay, es ist ja nur ein kleines Kind wahrscheinlich, ne? Kommst du aus dem Klo raus? Dankeschön. Den muss ich aber trotzdem gleich baden. Ob du willst oder nicht, Maggie. Wir müssen ihn trotzdem baden. So, und sobald Jill fertig ist, sehr schön, sobald Jill hier fertig geschlafen hat, kann sie dann auch sich um ihre Pflanzen wieder kümmern. Aber wir haben ja echt noch ein bisschen Zeit. Ich meine, komm, es ist Samstag. Da kann man doch mal ausschlafen. So, du kannst jetzt Gabriel bitte einmal baden, damit der Kleine auch sauber ist. Marcel, du schläfst aber nicht da drin ein, oder? Ich meine ja nur. Die lässt sich da ja echt Ruhe. Kostenloser Urlaub. Maggie Foster und all die Erwachsenen haben im Lotto 2 Tage kostenlosen Urlaub gewonnen. Mach dich auf und entspanne dich, während du die Teenager aus deinem Haushalt vom Hals hast. Du brauchst dir um nichts Sorgen zu machen. Lass die Teenager alleine. Sie sind bestimmt verantwortungsbewusst genug, auf das Haus aufzupassen, während du weg bist. Yeah! Oh, wie cool. Wann ist denn unser kostenloser Urlaub? Oh, was ist? Ist ja auch schlecht. Ach so, wegen hier. Mach das doch sauber. Hier, einmal leeren. So, kostenloser Urlaub. Ja, meine Güte. Das wird cool. Obwohl, ich glaube, eine Teenager-Party können wir eh nicht machen. Wir kennen keine Teenager dafür, wa? Aber Sarah und Mark könnten ja trotzdem irgendwas anstellen. Oder sind ganz brave Teenager. Ach, die gehen jetzt sofort. Okay, tschüss Jill, tschüss Maggie. Lasst uns ruhig alleine. Komm, wir machen das hier schon alles. Aufräumen. So, dann würde ich sagen, Sarah kümmert sich hier um den Haushalt. Und Mark kümmert sich um den Garten. So lange. Sprich, er sammelt hier ein paar Dingensens ein. So ein paar Samen, wenn mein Spiel mich lässt, weil irgendwie hat es gerade keinen Bock. So, ein paar Samen einsammeln, das machen wir mit Marc. Eigentlich wollte ich was anderes machen, aber okay. Geht halt nicht anders. Dann machen wir das jetzt so. Und dann kümmern wir uns auf jeden Fall um den Garten, weil um den müssen wir uns kümmern. Es wäre furchtbar, wenn das nicht klappen würde. Ich werde nur keine Samen einpflanzen, weil das werde ich lieber mit Jill machen. Weil ich glaube, sonst zählt das nachher nicht. Sonst haben wir nachher eine perfekte Pflanze und dann wurde die aber nicht von Jill eingepflanzt, sondern eben von Mark. Und das wäre dann nicht so schön, aber egal. Wir sammeln ein paar Pflanzen ein. Genau, ein paar Samen. So, und dann machen wir die Traktorfahrt mit Felder bewässern, Felder düngen und ernten. So, und in der Zeit kann sich Sarah um das Pferdchen kümmern. Genau. Sehr schön. Einmal pflegen, bürsten, Hufe auskratzen. Zuneigung machen wir auch noch ein bisschen. Damit unser Moonlight-Pferdchen nicht so alleine ist. Und dann können wir ja noch eventuell Box sauber machen, aber anscheinend brauchen wir das nicht. Gut, dann haben wir das auch gemacht. Sehr schön. Sarah hat genau die richtige Idee gehabt. Müssen wir sonst noch irgendwas aufräumen? Ich glaube ja nicht, ne? Dem Kleinen geht es auch ganz gut. Das hier könnten wir mal verkaufen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, hier wird auch fleißig geputzt und gestriegelt. Können wir überhaupt so eine Teenager-Party machen? Ich weiß gar nicht genau, wie das ging. Mal eben gucken. Party veranstalten. Müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht geht das ja doch. Oh nein, jetzt hagelt es auch noch. Wieso kannst du nicht ein bisschen laufen, Mensch? Lauf doch mal ein bisschen. Das geht schneller. Oh, hier ist noch einer. Obwohl, warte mal. Den kann ich auch einfach so hier reinziehen. Stimmt ja, das geht doch viel schneller. Mein Gott, warum mache ich das nicht immer so?
Nein, ich lasse die alle fleißig hier einsammeln von den Leuten. Gott. Ich mach's mir aber auch immer schwer, ne? So, hier ist noch einer. Sehr schön. Plus 2 Simoleons haben wir bekommen für das Bild. Okay, da steht ein Auto. Teenager Party. Aber wir kennen niemanden, den wir einladen könnten. Dann wird das eine ziemlich langweilige Teenager Party, deswegen. Ja, das liegt daran, dass wir so Schwierigkeiten hatten mit der Schule. Wir haben einfach keine Freunde kennengelernt in der Schule bisher. Aber das macht ja nichts. So, Moonlight, du kannst hier auf jeden Fall fürs Rennen trainieren. Das könntest du mal machen. Was ist jetzt? Irgendjemand hat Punkte gekriegt. Irgendjemand hat Punkte gekriegt, oder? So, du musst dahin. Genau. Aber wer hat für was Punkte gekriegt? Ich weiß es nicht. Sie kümmert sich auf jeden Fall liebevoll um den Kleinen. Und Mark steuert hier den Traktor. Fahr den bloß nicht vor dem Baum, Mark. Das geht gar nicht. Das darfst du nicht. Aber es scheint so, als wenn Mark das schafft. Das klappt super. Sehr schön. Dann ist alles gleich schon mal bewässert. Dann müssen wir die ganzen Samen mal prüfen, was das ist. Und sind dann unglaublich glücklich, wenn wir herausgefunden haben, was das so ist. So, Sarah hat Hunger, deswegen kann sie sich jetzt was zu essen machen. Waffeln. Na toll, es gibt als Brunch Waffeln. So, meine Lieben, ich werde dann auch mal einen Cut machen. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder, direkt morgen. Bis dahin. Tschüssi.